Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung nach der Bundestagswahl in Deutschland. Wahlüberraschungen in Österreich. Pandemie, Protestpartei MFG und die Kommunistische Partei feiern Erfolge. Bei dem Vulkanausbruch auf La Palma ist die Kirche der Ortschaft Todoke endgültig dem Lavastrom zum Opfer gefallen. Es ist offen, welche Parteien die neue Regierung in Deutschland bilden. Ein sechsköpfiges Sondierungsteam soll für die SPD erste Gespräche mit Grünen und FDP führen, um die Chancen für eine Bildung einer Ampelkoalition auszuloten. Die Partei verbesserte sich von 20,5% auf 25,7% und wurde damit stärkste Kraft. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Wir werden sehr schnell ein Ergebnis bei der Regierungsbildung vorlegen, wenn möglich vor Weihnachten. Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden. Eine Regierung getragen von den Parteien, die die Wahl gewonnen haben. Das ist die SPD mit einem sehr erheblichen Zuwachs an Stimmen. Das sind die Grünen und das ist die FDP. Und wir werden deshalb auch mit allen versuchen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte ein Debakel erlitten. Sie stürzte von 32,9% auf den historischen Tiefpunkt von 24,1% ab. Für uns können wir sagen, keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht. Auch das habe ich gestern deutlich gemacht. Auch die SPD nicht. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Annalena Baerbock verbesserten sich auf 14,8%. Grüne und FDP haben es nun in der Hand, welcher der beiden großen Parteien sie in die Regierung verhelfen. Die FDP kam auf 11,5%. FDP-Chef Christian Lindner sagte, die Parteiführung habe beschlossen, Vorsondierungen mit den Grünen aufzunehmen. Die Reaktionen in Brüssel auf die Wahlen in Deutschland lagen zwischen Erleichterung und Genugtuung. Die proeuropäischen Parteien der politischen Mitte werden auch in den nächsten 4 Jahren die Politik in Deutschland dominieren. Keine offizielle Erklärung der EU-Kommission, doch Vizepräsident Franz Timmermans gratulierte seinem sozialdemokratischen Parteifreund Olaf Scholz zu einem starken Ergebnis. David Sassoli, der sozialistische Präsident des Europäischen Parlaments, tat das Gleiche und rief zu einer sozialen und grünen Erneuerung auf. Doch dafür braucht es die Unterstützung der wirtschaftsliberalen FDP. Es sei kein Geheimnis, dass FDP-Chef Lindner Finanzminister werden wolle, sagt Jakob Kierkegaard vom German Marshall Fund. Doch stehe nirgendwo geschrieben, dass der Finanzminister Deutschland in der Eurogruppe vertreten müsse. Schon vor den Wahlen hatten die Liberalen verkündet, was mit ihnen nicht zu machen sei. Höhere Steuern und Verschuldung. Dinge, die die Grünen und Scholz indes erwägen, um mehr soziale Gerechtigkeit in Europa zu schaffen. Eine von Olaf Scholz geführte Regierung werde gegenüber Emmanuel Macron offener sein, wenn es um soziale Reformen und eine Reform des europäischen Projekts gehe, so Raphael Loss vom European Council on Foreign Relations. Ob diese Differenzen zwischen den potenziellen Koalitionspartnern ausgeräumt werden können, bleibt abzuwarten. Analysten halten eine künftige Ampel in Berlin immer noch für die wahrscheinlichste neue Regierung. Wer am Sonntag in Berlin wählte, musste genau aufpassen, um nicht den Überblick zu verlieren. Neben der Bundestagswahl fand auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus sowie zu den Bezirksverordnetenversammlungen und ein Volksentscheid statt. Doch trotz aller Vorkehrungen ist es in der Hauptstadt zu einigen Pannen gekommen. In manchen Berliner Wahllokalen standen noch lange nach der eigentlich für 18 Uhr festgesetzten Schließung Menschen an, um abzustimmen. Wartezeiten von teils mehr als einer Stunde waren im Laufe des Sonntags verzeichnet worden. Laut der Landeswahlleiterin für Berlin wurden im Vorfeld ausreichend Stimmzettel beschafft. Unverständlich war für mich, dass in einigen Wahllokalen Stimmzettel ausgegangen sind. Damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Und dass dann offenbar auch in einigen Wahllokalen die Nachlieferung nicht geklappt hat. Sicherlich wird man dem sehr ernsthaft nachgehen müssen, wenn Wähler nicht wählen konnten,
Das soll vorgekommen sein, weil sie eben nicht mit den ausreichenden Stimmzetteln oder den richtigen Stimmzetteln ausgestattet oder ja ausgestattet wurden. Für relevant halte ich sicherlich im Ansatz auch, wenn Stimmzettel vertauscht worden sind, also wenn in einem Bezirk Stimmzettel für das Abgeordnetenhaus aus einem anderen Wahlkreis ausgegeben wurden. Personelle Konsequenzen schloss die Landeswahlleiterin für Berlin nicht aus. Darüber werden wir nachdenken müssen, ob ich meinen Job richtig gemacht habe, ja oder nein. Aber bevor ich da ein Urteil über mich selbst fälle, werde ich erst eine Bestandsaufnahme machen. Von einer Verfälschung der Wahlergebnisse durch die Pannen geht Michaelis nicht aus. Der Bundeswahlleiter hat Berlin zu einem Bericht über die Vorkommnisse aufgefordert. Die ÖVP hat die Landtagswahl in Oberösterreich mit rund 37,6% der Stimmen gewonnen. Doch die eigentliche Überraschung ist das Ergebnis der erst im Februar gegründeten Partei MFG. MFG steht für Menschen, Freiheit, Grundrechte. Aus dem Stand kam sie auf 6,2% und löste damit die FPÖ als Protestpartei ab. Die Freiheitlichen büßten im Vergleich zu 2015 fast 10,6% ein. Das wichtigste politische Thema der MFG ist der Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Wir wurden als Impfgegner, wir wurden als Verschwurbler, Verschwörungstheoretiker, teilweise auch in den Medien diffamiert. Wir waren die Einzigen, die gesagt haben, jeder Mensch soll sich impfen lassen oder eben auch nicht impfen lassen, ohne Restriktionen. Ich habe immer gesagt, mein Wahlziel ist, stärker zu werden als beim letzten Mal und deutlich erster zu werden. Beides ist eingetreten. In Graz feierte nach der Gemeinderatswahl insbesondere die Kommunistische Partei. Die KPÖ legte kräftig zu und ist künftig mit 29% der Stimmen die stärkste Kraft. Die ÖVP verlor erheblich, nämlich 12%. Wie erklärt die KPÖ selbst ihren Erfolg in der zweitgrößten Stadt des Landes? Viele in unserer Partei, die seit Jahrzehnten immer eigentlich für die Bevölkerung da sind, parteilich sind für Menschen, denen es oft nicht so gut geht, vor allem den Blick und den Fokus immer auf die arbeitenden Menschen zu legen. Wir werden genauso mit Verantwortungsbewusstsein und Umsichtigkeit Gespräche mit allen Parteien im Gemeinderat führen, wie wir es eigentlich in der Vergangenheit ja auch immer gemacht haben. Für den Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel, der nach fast 19 Jahren im Amt ausscheidet, glich das Ergebnis einem Tiefschlag. Er kommentierte den Sieg der KPÖ an die Bevölkerung gerichtet mit den Worten: Ihr werdet schon noch sehen. Die Blockade zweier Grenzübergänge zwischen dem Kosovo und Serbien durch kosovo-serbische Bürger ist in die zweite Woche gegangen, berichten Medien. Die Kosovo-Serben protestieren gegen eine neue Verordnung der Regierung in Pristina, der zufolge im Kosovo keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet werden dürfen. Serbien seinerseits erkennt die vom Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung von 2008 eingeführten Kfz-Kennzeichen nicht an. Jetzt ist eine kosovarische Sonderpolizeieinheit vor Ort, serbische Militäreinheiten in Kampfbereitschaft, Militärflugzeuge überflogen mehrfach das Gebiet nahe der Kosovo-Grenze. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell forderten Serbien und Kosovo zur Zurückhaltung auf. Serbien erkennt die von den Kosovaren ausgerufene Unabhängigkeit nicht an. Bei dem Ausbruch des Cumbre Vieja auf der spanischen Insel La Palma ist die Kirche der Ortschaft Todoque endgültig dem Lavastrom zum Opfer gefallen. Der Glockenturm der Kirche stürzte schlussendlich ein. Eine riesige Aschewolke bedeckt inzwischen weite Teile der Insel. Der Vulkan ist weiter aktiv und spuckt Lava. Die Vulkanasche ist nach Angaben der Behörden keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Bei den Aufräumungsarbeiten kann die Asche aber für Lunge und Augen gefährlich sein. Täglich werden etwa 25.000 Tonnen Schwefeldioxid von dem Vulkan ausgestoßen. Eine Gesundheitsgefahr sollen die laut offiziellen Angaben aber nicht sein. Bevölkerung und Hilfskräfte sollen eine Gesichtsmaske, Handschuhe, Augenschutz, lange Hosen und Hemden tragen.
gleich auf Euronews. Wakesurfen ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten in Dubai. Kommen Sie mit uns zum Wellenreiten. Thema gleich in Adventures auf Euronews. Wakesurfen ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir sind bei Sea Riders in Jumeirah, einem der vielen Orte in der Stadt, wo man diesen Sport ausprobieren kann. Ich bin hier mit meinem Trainer Hassan. Wir arbeiten seit einem Jahr zusammen und führen es heute vor. Können Sie den Leuten erklären, was Wakesurfen ausmacht? Wakesurfen ist im Grunde genommen Surfen hinter einem Boot. Es gibt spezielle Boote, die Wellen erzeugen. Normalerweise werden die Fahrer mit einem Seil zu dieser Welle gezogen und sobald sie ihre Füße richtig gesetzt, ihr Gleichgewicht und ihren Groove gefunden haben, surfen sie auf dieser Welle. Mit am wichtigsten ist genau zu wissen, wo man seine Füße platziert. Normalerweise steht man auf den Kanten der Bretter. Was ist eine der wichtigsten Surfregeln? Nicht ziehen. Das heißt, man zieht nicht am Seil, wenn das Boot losfährt. Man wartet darauf, dass sich das Seil spannt. Man schaut in Fahrtrichtung. Und dann wirst du allen zeigen, wie einfach es ist, aus dem Wasser zu kommen und zu surfen. Das wäre Phase 1. Los geht's. Das war ausgezeichnet. Jetzt carft sie. Das übt Nat schon länger. Zeig uns, was du kannst, wenn du bereit bist. Ja! Du surfst schon eine Weile und kannst sowohl hinten als auch vorne auf dem Board gut surfen. Warum zeigen wir den Leuten jetzt nicht, wie man mit der Finne nach vorne fährt? Anfänger und Amateure zieht es in Dubai aufs Wasser. Wakesurfing-Profis aus der ganzen Welt kommen im Winter oder außerhalb der Saison in die Stadt, um ganzjährig in der Sonne zu trainieren. Man bekommt dieses unglaubliche Gefühl von Freiheit beim Wellenreiten. Man vergisst all seine Sorgen. Es macht einfach richtig Spaß. Das hat uns schnell in seinen Bann gezogen. Und jetzt zieht es uns an sonnige Orte wie Dubai und wir machen das Beste aus dem schönen Wetter und den schönen Gewässern. Es ist das beste Gefühl der Welt. Es ist manchmal ein sehr frustrierender Sport, weil nur eine kleine Bewegung ausreicht und schon fällt man ins Wasser. Wenn man alles perfekt timet, ist es ein tolles Gefühl.
Das war großartig. Du bist dran. Okay, ich bin dran. Du hast gesehen, wie es geht. Ich habe gesehen, wie die Profis es machen. Jetzt bin ich dran. Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung nach der Bundestagswahl in Deutschland. EU und Google in Luxemburg vor Gericht. US-Technologieriese geht gegen Rekordbußgeld vor. Die Einwohner von San Marino haben mit überwältigender Mehrheit für die Legalisierung der Abtreibung gestimmt. Es ist offen, welche Parteien die neue Regierung in Deutschland bilden. Ein sechsköpfiges Sondierungsteam soll für die SPD erste Gespräche mit Grünen und FDP führen, um die Chancen für eine Bildung einer Ampelkoalition auszuloten. Die Partei verbesserte sich von 20,5% auf 25,7% und wurde damit stärkste Kraft. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Wir werden sehr schnell ein Ergebnis bei der Regierungsbildung vorlegen, wenn möglich vor Weihnachten. Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden. Eine Regierung getragen von den Parteien, die die Wahl gewonnen haben. Das ist die SPD mit einem sehr erheblichen Zuwachs an Stimmen. Das sind die Grünen und das ist die FDP. Und wir werden deshalb auch mit allen versuchen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte ein Debakel erlitten. Sie stürzte von 32,9% auf den historischen Tiefpunkt von 24,1% ab. Für uns können wir sagen, keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht. Auch das habe ich gestern deutlich gemacht. Auch die SPD nicht. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Annalena Baerbock verbesserten sich auf 14,8%. Grüne und FDP haben es nun in der Hand, welcher der beiden großen Parteien sie in die Regierung verhelfen. Die FDP kam auf 11,5%. FDP-Chef Christian Lindner sagte, die Parteiführung habe beschlossen, Vorsondierungen mit den Grünen aufzunehmen. Deutschland hat gewählt, die SPD ist stärkste Kraft und sucht Regierungspartner. Doch auch die unterlegenen Christdemokraten könnten dank einer Koalition mit den Grünen und der FDP die Regierung bilden. Fraglich ist allerdings, welche Folgen das haben könnte. Dazu Dr. Julia Schwanholz, Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen. Natürlich wird es zu Enttäuschungen kommen, denn wir sehen gerade bei den älteren Wählerinnen und Wählern, die ja auch wahlentscheidend waren, eine starke Wählerwanderung weg von der Union hin zur SPD. Und wir sehen bei den jungen Wählerinnen und Wählern insbesondere Zuspruch für die Liberalen und für die Grünen. Das heißt, die jungen Wählerinnen und Wähler, gerade auch die Erstwähler, haben ganz klar einen politischen Wechsel gewählt. Olaf Scholz will so schnell wie möglich eine Ampelregierung bilden. Annalena Baerbock, Kandidatin der Grünen, und Christian Lindner, Kandidat der Liberalen, sind zu Königsmachern geworden. Ich glaube, beide wollen unbedingt regieren und gestalten. Sie sind jetzt ganz nah dran. Insbesondere Christian Lindner würde man es natürlich sehr übel nehmen, wenn er Verhandlungen jetzt wieder platzen lassen würde. Insofern stehen beide Parteien auch unter einem gewissen Druck. Aber ja, es stimmt auch, dass die inhaltlichen Überschneidungen nicht zu groß sind. Und insofern müssen sich die Parteien jetzt aufeinander zu bewegen. Nach der Bundestagswahl wollen nun zunächst Grüne und FDP darüber beraten, mit wem Gespräche über eine Regierungsbildung sinnvoll sind. Liebe Zuschauer,
Franziska Giffey will regierende Bürgermeisterin in Berlin werden und ihre Chancen als erste Frau an der Spitze der Hauptstadt der Bundesrepublik stehen gut. Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl gewonnen. Die Partei mit Spitzenkandidatin Giffey erreichte 21,4% und landete damit vor den Grünen, die mit 18,9% ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Berlin-Wahl erzielten. Eine der attraktivsten und tollsten Städte der Welt. Und wir haben alles Potenzial, dass die 2020er Jahre hier dazu führen, dass Berlin einer der bedeutenden Wirtschafts-, Technologie-, Kultur- und Kreativstandorte in Europa wird und dass wir das Ganze sozial und demokratisch machen. Bisher führte Michael Müller ein rot-rot-grünes Bündnis in Berlin mit Grünen und Linken. Giffey sprach bisher nur von einem klaren Votum für SPD und Grüne. Die konnten mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch 3,7 Prozentpunkte zulegen. Jarasch optierte für ein neues rot-rot-grünes Bündnis. Mit Giffey wollen auch die Spitzenkandidaten von CDU und FDP verhandeln. Vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat die Anhörung in der Auseinandersetzung zwischen der Internetsuchmaschine Google und der Europäischen Kommission begonnen. Der US-Technologieriese hatte das Verfahren angestrengt, nachdem er 2018 von Brüssel mit dem Rekordbußgeld von mehr als 4,3 Milliarden Euro belegt worden war. Grund war der Missbrauch von Googles marktdominanter Position durch sein Betriebssystem Android. Google argumentiert, Applikationen nur zu bündeln, um die Entwicklungs- und Betriebskosten niedrig zu halten. It's true that Google has invested a lot in the Android ecosystem. It has allowed this ecosystem Es stimme schon, dass Google viel in das Android-Ökosystem investiert habe, sagt der Branchenanalyst Alexandre de Cornière. Doch werfe die EU-Kommission dem Unternehmen vor, Handyherstellern Produktionsfesseln auferlegt zu haben, wodurch es Googles Konkurrenten sehr viel schwieriger geworden sei, ihre Suchmaschinen und Browser auf Mobiltelefonen installieren zu lassen. Difficult for Google's rivals in the search engine market and rival browsers to get installed on the manufacturer's phone. Zudem wirft Brüssel Google vor, einige Handyhersteller und Netzwerkbetreiber bezahlt zu haben, damit die Google-App exklusiv auf ihren Geräten installiert wurde. Nicht nur für die Europäische Union ist ein solches Verhalten irritierend. Auch die Biden-Administration hat von einigen Geschäftspraktiken des Unternehmens die Nase voll. Washington und Brüssel sind damit auf einer Wellenlänge. Seit der Amtsübernahme Bidens habe es deutliche Änderungen gegeben, so Cornier. Die großen Technologiekonzerne in den USA seien verschärft im Visier der dortigen Aufsichtsbehörden. Dieser Kampf werde nun intensiver geführt als in Europa. Aus Washington kämen Drohungen, die Konzerne zu zerschlagen. Die Zahl der Klagen vor Gericht häuften sich. Vielleicht würden die USA zur Speerspitze des Kampfes gegen Big Tech. Taking the lead in the fight against Big Tech, yeah. Die Luxemburger Anhörungen sollen noch die ganze Woche dauern. Die Einwohner von San Marino haben mit überwältigender Mehrheit für die Legalisierung der Abtreibung gestimmt. Damit wird künftig ein 150 Jahre altes Gesetz außer Kraft gesetzt, das Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert hatte. Mehr als 40% der 33.000 Einwohner der Enklave in Mittelitalien haben sich an dem Referendum beteiligt. 77% stimmten für die Zulassung der Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Nach der 12. Woche ist der Eingriff nur noch erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder fötale Anomalien vorliegen. Das Referendum fand auf Initiative der feministischen Gruppe Unione Donne Sammarinesi statt. Das Parlament von San Marino muss nun Maßnahmen ergreifen, um das Ergebnis des Referendums zu legalisieren. Mit dem Ergebnis schließt sich San Marino und anderen katholisch geprägten Staaten wie Irland an, das die Abtreibung 2018 legalisiert hat, und dem benachbarten Italien. Dort ist Abtreibung seit 1978 legal. Sowohl in Armenien als auch in Aserbaidschan ist am Montag der Opfer des Krieges um Bergkarabach gedacht worden. Mehr als 6.500 Menschen wurden bei den Kämpfen getötet.
Rund 3000 Armenier waren am Sonntag in der Hauptstadt Erevan auf die Straße gegangen. Unter der Führung von Ex-Präsident Robert Kochorjan zogen die Menschen am Vorabend des ersten Jahrestages des Konflikts in einem Fackelmarsch vom Stadtzentrum zum Militärfriedhof Erablur. Am 27. September vergangenen Jahres brach zwischen den kaukasischen Nachbarn ein Krieg um die Kontrolle über Bergkarabach aus. Die Feindseligkeiten endeten im November mit einem von Russland vermittelten Waffenstillstand, bei dem Armenien Teile seiner jahrzehntelang kontrollierten Gebiete an Aserbaidschan abtrat. In Armenien werden noch immer mehr als 250 Menschen vermisst, 231 von ihnen Soldaten. Das teilte das Ermittlungskomitee der Ex-Sowjetrepublik in Erevan mit. Bislang habe Aserbaidschan 108 gefangene Soldaten und Zivilisten freigelassen. Um die Freilassung von Kriegsgefangenen gibt es seit Monaten Streit. Die Generalstaatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben mehr als 2000 Ermittlungen eingeleitet. Moskau hat rund 2000 Soldaten in die Region entsandt, um den Waffenstillstand zu überwachen. Alle internationalen Nachrichten auf unseren mobilen Apps.